super schön mit den Fans hier zu feiern. Wir haben eine super Saison gespielt und heute den Abend ausklingen zu lassen und einfach schön hier mit den Fans zusammen zu feiern. Lederhosen und so habe ich ja schon öfters getragen. Das ist ja nicht das erste Mal. Auf jeden Fall ist es schön, immer mal wieder sowas anzuziehen. Also Tracht ist Macht, sagt man bei uns. Und ist auf jeden Fall ein super Outfit, ja. Ich glaube, die Fans haben auch eine große Rolle gespielt dieses Jahr. Die waren jedes Spiel da, um uns zu unterstützen, in guten und in schlechten Zeiten. Und so muss es einfach sein. Bombe organisiert ja alles und die Stimmung ist super. Man hört hier unsere Hymne, das ist Wahnsinn. Wie viele Leute auch hier sind, macht richtig Spaß. Jeder kann zu uns kommen, wir geben hier Autogramme, wir quatschen mit einem, wir nehmen uns Zeit. Jeder hat einen Anteil daran, was wir geleistet haben und deswegen auch sind wir für die Fans jetzt auch da. Ich war auch die ersten Spiele nach der Winterpause, waren ja, habe ich mir gedacht, da holen wir nicht allzu viele Punkte. Und dann haben wir Ingolstadt geschlagen, haben wir Düsseldorf geschlagen, grandiose Spiele in Nürnberger, grandioses Spiel gemacht, unentschieden gespielt bei einem jetzigen Bundesligisten. Was will man mehr? Das ist ein Traum, die Saison. So, ich bin jetzt 52 Jahre am Ehrenplatz. Und solche Spiele und solche Saisonen habe ich noch nie erlebt. Sehr interessant, viel los. Ja, macht Spaß. Diese Leistung, die die Mannschaft abgerufen hat, wäre ohne euch Fans und ohne eure Unterstützung sowohl zu Hause als auch auswärts nie möglich gewesen. Ich denke, wir haben ja einige Highlights diese Saison euch gezeigt und ja, ihr habt das alles zurückgegeben. Riesen Dank von der Mannschaft. Ich bin einfach stolz, ein Teil von der SSV Jahn-Familie zu sein und möchte in den nächsten Jahren alles für den Jahn geben. Du stehst da auch ganz bitte. Dein Applaus.